Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu der Lego Review von Lego City und was da so alles bei ist, das seht ihr nämlich jetzt in dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, Blue Ocean hat mir mal eben so ein Päckchen, Paket, sag ich mal, an Zeitschriften geschickt und ihr werdet jetzt erstmal so nach und nach halt sehen, was sie überhaupt so vertreiben im Lego-Bereich, weil ich finde es ganz wichtig auf diesem Nerd-Bereich. Sehr coole Zeitschriften für klein und groß. Auf jeden Fall könnt ihr Blue Ocean unter der YouTube-Sache hier finden, also ihr habt auch einen eigenen Kanal. Und natürlich auf Facebook könnt ihr die finden. Hier sind mal eben so die ganzen Social-Media-Sachen oder in der Videobeschreibung. Ansonsten werde ich euch jetzt mal so mich klein machen gleich und euch zeigen, was da so drin ist. Ne? Natürlich jedes Mal ist da eine Figur dabei. Ja, was kann man da noch zu sagen? Auf jeden Fall sieht man ja hier die Lego-Zeitschrift. Das ist ein Feuerwehrmann und ich allein ja schon 3,99 €. Das ist ja so wirklich, wo man sagen könnte, die Zeitschrift ist ja schon raus durch die Figur. Dann hat man hier noch einen Sticker. Der ist auch noch dabei, auch gratis. Natürlich ist das so ein bisschen, klar, Lockerei. Aber wer die sammelt, ist natürlich cool. Da kann er sich dann hier halt hier nochmal reinstickern. Ja, wir haben auf jeden Fall hier die Nummer 4. Das ist nämlich einmal starkes Lego-Spielset Feuerwehrmann plus Ausrüstung. Und das ist die vom November 17 bis Januar 18. Also das ist dann nicht quartalmäßig, aber für 2 Monate halt. Und die nächste würde dann halt am 9. Januar erscheinen. Also im 2-Monate-Takt. Sieht das wohl so aus und mal gucken wir jetzt mal rein, was da so drin ist. Also hier sind immer so halt dann Sachen drin, wie dann halt so Infosachen zu neuen Spielsets. Dann hat man hier halt noch so Comics. Dann blättern wir mal hier ein bisschen weiter. Die Comics sind eigentlich ganz cool gemacht in der Manier. Dann gibt es natürlich sehr viele Rätsel noch in dieser Zeitschrift. Für Kinder halt was dabei. Die Comics sind eher was auch für die Älteren unter uns. Also sei es jetzt auch vielleicht Jugendliche oder ja, Jugendliche eher wahrscheinlich nicht. Die haben andere Sorgen. Aber ich würde sagen, das ist schon auf jeden Fall auch was für Ältere. Ne? Also die Älteren können da sich da reingucken oder halt ihren Kindern was vorlesen. Ja, und dann hat man halt noch hier ein großes Poster drin. Bisschen Werbung von anderen Sachen. Und ansonsten kann man noch hier was einsenden, da kann man noch was gewinnen und ja, das ist eigentlich, das ist so, die Zeitschrift besteht auf jeden Fall aus einer Figur, aus Comics, aus Rätsel, aus dem Poster. Also kann man das sagen, aber die Figur macht das ja schon wieder raus für 3,99 €. Ja, und dann könnt ihr hier nochmal die Figur sehen in groß, die ist auf jeden Fall, ja, nicht wie damals so halt, aber die ist halt detailliert. Ein bisschen Feuer ist dabei und also ich kann da nichts drüber meckern. Ja, so, das war jetzt die Zeitschrift gewesen. Und dann würde ich sagen, mal gucken, was haben wir ein bisschen was anderes. Morgen gibt es wahrscheinlich irgendwas zu Ninjago oder ich habe auch noch was anderes zu Star Wars. Und das wird jetzt halt dann so nach und nach kommen. Und dann vergesst nicht auf die Seite vielleicht zu gehen. Und ich würde mir sagen, nochmal Dankeschön an Blue Ocean, dass ihr mir das gestellt habt. Ja, ansonsten war es jetzt halt so eine andere Produktplatzierung. Und was sagt ihr zu meinem neuen Setting? Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare setzen. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!